Ich sag's ja echt nicht häufig und schon gar nicht so fanatisch, wie es gleich klingen mag. Aber heute ist es angebracht. Vielen, vielen, vielen Dank, Apple. Nachdem ich mehrere Jahre mit dem Original HomePod von damals zusammengelebt hatte, musste ich vor erschreckend genau 2 Jahren mit 2 deprimierenden Videos den, letzten Weg des HomePods ankündigen. Denn seit Anfang März 2021 hat Apple den HomePod eingestellt und seitdem funktioniert mein großer HomePod eigentlich noch wie gewohnt. Aber heute ist genau das eingetreten, was ich eigentlich schon so gar nicht mehr erwartet hatte. Es gibt wirklich einen neuen großen HomePod. Was kann er mehr als der erste? Was ist gleich geblieben? Bin ich vielleicht schwach geworden? Alles das und noch ein bisschen mehr nach dem Intro. Eigentlich wollte ich heute ein kleines, aber feines Video zu den neuen M2 Macs machen, also dem Mac Mini mit M2 und M2 Pro Prozessor und den neuen MacBook 14 und 16 Zoll mit den M2 Pro und Max Prozessoren und so weiter und so weiter. Und eigentlich wollte ich auch allen unter die Nase reiben, dass entgegen der aktuellen Preispolitik der normale M2 Mac Mini sogar 100 Euro günstiger geworden ist. Erstaunlich. Macht den sogar zu einem echten Preis-Leistungskiller und das habe ich schon vom alten M1 Mac Mini gesagt, wie dem auch sei. Ein neuer HomePod ist für mich der beste Grund, aber all diese Informationen, zurückzulassen. Schließlich sind die ja schon von gestern. Ehrlich jetzt, die wurden gestern vorgestellt. Egal. Bevor das Video also noch langweiliger wird, denke ich, kommen wir fast zum Thema des heutigen Tages. Vorerst möchte ich euch gerne zum Thema HomePod ein kleines bisschen aufgleisen. 2017 wurde der HomePod vorgestellt und ich glaube auch sofort veröffentlicht. Könnte eine WWDC oder sowas gewesen sein. Keine Ahnung. Alle so, wow, der klingt super. Ebenfalls alle so, der ist aber ganz schön teuer. Ergo, miese Verkaufszahlen. Ganz egal von welcher Seite man es betrachtet. Als Smart Speaker oder halt als, Stereoanlage. Ein ziemlich alter Begriff. Musikwiedergabemedium per se. Fast forward, also schnell vorgespult zu 2020. Der HomePod Mini wurde vorgestellt. Bedeutend attraktiverer Preis, bedeutend unattraktiverer Sound. Etwas zukunftssicherere Technik mit Thread an Bord und dem neuen Apple U1 Chip, welchen ich liebe, obwohl er nicht genutzt wird. Egal. Unterm Strich erfreute er sich moderater Beliebtheit. Spulen wir ein letztes Mal vor zum März 2021. Apple hat offiziell den HomePod eingestellt und als einziges Trostpflaster für all die Leute, die einen HomePod echt lieben und nutzen wollen, bleiben einzig und allein die HomePod Minis, welche es mittlerweile in ein paar mehr Farben gibt. Wie könnte man das Thema zusammenfassen? Der HomePod hat einfach unter einem sehr, sehr ungünstigen Preis-Leistungs-Verhältnis gelitten und viele Leute wollten ihm einfach nicht die Chance geben zu zeigen, was er wirklich kann. Was wäre eine Alternative? Ein leicht günstigeres Modell, sage ich mal für 200 Euro, rund um den dicken Daumen gepeilt, aber trotzdem mit Features, die dem der HomePod Minis ein kleines bisschen überlegen sind. Besserer Sound und so weiter und so weiter. Und natürlich aktuellste Technik. Was wäre mein Wunsch gewesen? Eine 1:1 Neuauflage des HomePods. Gleiche Features, gleiches, Sound-Setup und so weiter. Nur das Ganze halt ein bisschen auf die heutige Zeit angepasst. Neue Techniken wie Thread, wie die HomePod Minis oder vielleicht sogar Matter, den U1-Chip und keine Ahnung, was sich Apple sonst noch so ausmalen könnte. Und im besten Fall zum gleichen Preis. Ich würde ihn zahlen. Endlich sind wir am heutigen Tag angekommen. Was haben wir unterm Strich bekommen? Auf den ersten Blick sieht alles nach einem 1:1 Remake aus. Speaker, Mikrofone und das oberflächliche Design sehen wirklich genauso aus wie die alte Generation. Wobei die beiden Farben heißen, glaube ich, anders. Zumindest die dunkle heißt jetzt Mitternacht statt Space Gray damals noch, bin mir nicht ganz sicher. Wer weiß, vielleicht hat sich die Farbe ja auch so ein kleines bisschen dem neueren Mitternacht-Ton angepasst. Vollkommen egal, auf der Innenseite gibt es ein paar neue Änderungen, wie zum Beispiel einen Beschleunigungssensor. Habe ich den HomePod vielleicht im Laufe der letzten Jahre doch falsch genutzt? Egal, viel wichtiger sind die 2 neuen Sensoren, wovon einer definitiv auf der Langzeitwunschliste vieler Apple Smart Home Nutzer gewesen ist, nämlich ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor.
Obwohl das nach zwei Sensoren klang, war das nur einer von den zwei neuen. Egal, weiter. Diese neue Sensoreinheit, welche sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit offensichtlich messen kann, ist außergewöhnlicherweise imstande, diese Information auch an die Apple Home App und vielleicht auch noch andere Dritthersteller-Apps oder sowas weiterleiten zu können, was für mich relativ verwunderlich ist, denn im Laufe der Zeit hat sich, wenn ich mich nicht irre, sogar herausgestellt, dass in den HomePod Minis vergleichbare Sensoren verbaut waren, welche nie genutzt oder freigeschaltet wurden. Aber sowohl in der Videopräsentation auch in der neuen technischen Datenbeschreibung des HomePods werden diese nicht nur aufgeführt, sondern auch teilweise mit Informationen bebildert. Also es sieht wirklich so aus, als wenn diese Sensoren für euer Smart Home in Zukunft echt hilfreich sein könnten. Als letzte interne Neuerung gibt es noch einen Sensor, welcher mich mindestens genauso verwirrt hat wie der Beschleunigungssensor. Nämlich einen Geräuscherkennungssensor, welcher, auch wenn man das vermuten möchte, nicht für einen Spracherkennungswert oder irgendwie sowas genutzt wird, wie zum Beispiel Niri oder irgendwie sowas, sondern für etwas, was so kompliziert ist, dass ich es ablesen muss. Die Geräuscherkennung kann in bestimmten Situationen Rauch- und Kohlenmonoxidalarme erkennen und dir Benachrichtigungen senden, wenn ein Alarm erkannt wurde. Die Geräuscherkennung ist nicht für Situationen vorgesehen, in denen du verletzt werden könntest oder die gefährlich oder risikoreich sind. Und ebenso wenig für Notfallsituationen. Die Geräuscherkennung erfordert die neueste HomePod-Software und so weiter und so weiter. HomePod-Architektur, separates Update, Home-App und so weiter. Viel und wichtiger. Die erste Hälfte war allerdings relativ wichtig. Für mich stellt sich hier die Frage, ist der Geräuscherkennungssensor einfach nur relativ blöd und reagiert einfach nur auf schrille Alarme oder vielleicht sogar eine Dezibelschwelle? Das könnte in diesem Haushalt hier für eine Menge Fehlalarme sorgen. Nichtsdestotrotz, vielleicht ist aber auch hier die Möglichkeit, dass dieser Lufttemperatursensor vielleicht doch ein kleines bisschen mehr kann, als einfach nur Temperatur abzugreifen und dass die beiden Sensoren ein kleines bisschen zusammenarbeiten, um komische Geräusche und vielleicht einen komischen Luftwert oder so miteinander zu kombinieren. Vielleicht ganz interessant. Abgesehen davon wird es halt wieder ein kleines bisschen langweilig, möchte ich sagen. Thread ist mit an Bord, wie bei den HomePod Minis auch. Matter glaube ich nicht. Und ein New One Chip, der leider, wie gesagt, nicht genutzt wird. Aber was soll's. Und darüber hinaus wird wieder alles gleich geblieben sein. Wie gesagt, auf den ersten Blick schaut alles so aus, als wenn Hochtöner, Tieftöner, Mikrofone und so weiter alles gleich geblieben sind. Bedeutet ein hervorragender Sound, welchen ich wirklich über die Jahre mehr als nur lieben und schätzen gelernt habe. Computational Audio ist natürlich auch wieder mit an Bord und misst quasi in Echtzeit, was ihr gerade so an Musik hört und wie man diese optimieren kann, damit eure Musik so gut klingt wie noch nie oder so gut wie immer, wenn ihr mit dem alten HomePod schon unterwegs wart. Spatial Audio ist eigentlich auch mit an Bord. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der alte HomePod das auch schon unterstützt hat in Form von einer Dolby Atmos Zertifizierung oder irgendwie sowas und dieser Begriff Spatial Audio einfach damals noch nicht verwendet wurde, weil ich glaube, der wurde erst so richtig populär mit den ersten AirPods Pro oder so. Oder mit den AirPods Max? Ich habe keine Ahnung. Ich schweife ab und sollte endlich zum Ziel kommen, weil ansonsten verliere ich den einen oder anderen sowieso wieder. Was ist mein Fazit? Der HomePod ist genau das, was ich mir gewünscht hatte. Ein 1:1 Remake zum alten Preis? Leider nein. Wenn ich das richtig im Blick habe, ist dieser 20 Euro teurer geworden. 349 Euro, was immer noch eine ganze Menge Geld ist und viele Leute abschrecken wird. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob der nicht zu Anfang vielleicht auch genauso viel gekostet hat. Keine Ahnung. Zum Abschluss der Lebenszeit des ersten HomePods hat dieser im Apple Original Store 329 gekostet und meistens wird da nichts günstiger. Ich habe keine Ahnung. Unterm Strich ist es mir aber vollkommen egal. Die 20 Euro würde ich auf jeden Fall immer wieder investieren, weil ich bin vom allerersten HomePod schon sowas von überzeugt und begeistert. Und ich bin auch ehrlich, wenn die ganze Lebenszeitgeschichte von dem alten HomePod nicht sowieso eingestellt worden wäre, hätte ich mir im Laufe der letzten zwei Jahre sowieso mindestens noch ein oder zwei weitere HomePods gekauft. Aber ich hatte halt immer diesen Gedanken im Hintergrund, ob irgendwann vielleicht der Punkt kommt, an dem er softwareseitig nicht mehr zu 100% unterstützt wird. Und deswegen habe ich mich schon nach Alternativen umgeschaut, wie zum Beispiel von Sonos oder. Jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Abschließende Frage. Bin ich schwach geworden? Ja, leider schon. Obwohl das eigentlich so gerade gar nicht in meinen Sparplan passt, weil wir modernisieren hier gerade ein kleines bisschen und 349 Euro sind, wie gesagt, kein Pappenstiel. Aber was soll's? Das Herz will, was das Herz will. Wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr am Test zum neuen HomePod interessiert seid. Der wird so Anfang Februar hier bei mir eintrudeln, zumindest hoffe ich das, zumindest laut der Versandbestätigung und so weiter. Und dann wird es auf jeden Fall hier einen ausführlichen Test geben. Und wer weiß, wenn sowohl dieses Video als auch das Testvideo ein paar Views generiert oder sowas, kriege ich vielleicht sogar von YouTube die 20 Euro raus, die ja jetzt mehr gekostet hat als der alte.
Ach, schön wär's. In diesem Sinne, naja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Beste Grüße von der grünen Wiese. Euer Manoah.